Hallo Welt, da sind wir wieder und wir parken hier direkt vor Tamahera. Tamahera hat eine dünne Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Xenon. Die Oberfläche ist eisbedeckt und besteht aus Natriumoxid mit Calcium-Einlagerungen. Es gibt einige kaum erwähnenswerte Metalle, aber der Hauptanteil ist Fels. Schluchten und Felsebenen deuten darauf hin, dass es hier früher Wasser gab und Tamahera damals eine stabilere, isolierende Atmosphäre gehabt haben muss. Umlaufzeit 1,4 Erdjahre, Radius 6302 Kilometer, Tagesdauer 40,1 Erdstunden. Atmosphärischer Druck 0,34 Erdatmosphären, Oberflächentemperatur minus 30 Grad Celsius, Oberflächengravitation 0,66 G. Und wir scannen. Ja, hier gibt es einiges, wie man sieht. Gestartet. Wie man sieht, Scannerergebnisse sind hoch. Sowas haben wir ja immer ganz gerne. Moment, war hier unten. Ja, da ist der Polpunkt. Starte Sonde. Den nehmen wir mal mit. Und da haben wir noch ein bisschen viel von an Palladium hier. Starte Sonde. Viel von an. Oh. Palladium. Aber klar, das nehmen wir auch. War das etwa schon alles? Nein, da haben wir noch was. Und gar nicht mal so schlecht hier. Palladium und Platin. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Und da. Sonde Palladium. Gestartet. 15 Sonden haben wir noch. Da schaffen wir doch noch einen Planeten. Aber es gibt hier keinen Planeten mehr im Centauri-System. Es gibt hier im Ver-System noch welche. Ja, nicht sehr viel. Was haben wir denn damals auf Korank gesucht? Einfach nur so gescannt vielleicht und die anderen Planeten einfach ignoriert. Serao. Serao ist ein ganz normaler Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant. Sein auffallendstes Merkmal sind zwei gewaltige Sturmgebiete, eines auf der Nord- und eines auf der Südhalbkugel. Serao hat zwar mehr Helium-3 als Alusa, aufgrund der Schwierigkeiten mit der Gravitation und den vielen Stürmen wurde aber dennoch der andere Gasgigant erschlossen. Serao hat mehr als 80 Monde mit Radien zwischen 50 und 2000 Kilometern. Der Tersikorrat der Asari hat zur Untersuchung der beiden Stromgebiete des Planeten einen Posten auf einem der größeren Monde eingerichtet. Entfernung zur Sonne 2,14 AE
Umlaufzeit 5,7 Erdjahre, Radius 70.881 Kilometer, Tagesdauer 9,7 Erdstunden. Und wir haben nur niedrige Vorkommnisse hier. Ein niedriges Elementvorkommen. Starte Sonde. Sonde gestartet. Na, dann sind wir ja relativ schnell fertig damit, könnte man denken. Aber manchmal sind diese niedrigen Vorkommen hartnäckig versteckt. Sonde unterwegs. Schwer hier was zu finden, was? Das bisschen hier unterwegs. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Da nehmen wir lieber ein bisschen mehr Platin. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Ja, entweder haben wir was übersehen oder das ist wirklich alles so niedrig, wie es angekündigt ist. Sonde gestartet. Nix da. Abgebaut, immer noch nicht. Starte Sonde. Ja, der ist hartnäckig hier. Also, ich habe keinen Sturm gesehen. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Hat's doch geknackt gerade irgendwo. Na bitte. Sonde unterwegs. Und abgebaut. Sehr schön, dann geht's weiter zum nächsten Planeten. Alusa. Alusa ist ein kleiner, dichter Eisgigant mit einer hohen Konzentration von Wasser, Ammoniak und Methan. Für die Erzfrachter, die Korang anfliegen, wurden einige wenige automatische Helium-3-Tankstationen eingerichtet. Entfernung zur Sonne 1,19 AE, Umlaufzeit 2,4 Erdjahre, Radius 25.652 Kilometer, Tagesdauer 18,1 Erdstunden.
Dann scannen wir mal. Sonde mittlere, unterwegs. Mittlere Scannerergebnisse nur. Ach, natürlich. Moment. Falsche Taste, ja? Hier unten muss man klicken. Okay. Da ist ja noch ganz schön was zu tun hier. So, dann geben wir ihm noch den Rest. Oder nehmen Sonde uns den unterwegs. Rest vielmehr. Hier ist ja gar nichts los. Armer Planet, sowas hatten wir aber auch noch nicht. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Ach, Sonde das gestartet. Hätte nicht sein müssen jetzt. Das war ja nicht viel. Oh, aber unten von dem unteren Pol, da holen wir uns das ja auch gerne. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Ja, von mir aus könnte das hier reichen, aber der Planet hat noch mehr, sagt er. Ja, Iridium hier. Starte Sonde. Und noch ein bisschen mehr. Na, was finden wir denn noch? Platin, Iridium, Palladium, Element Zero eigentlich nicht, sonst hätten wir schon längst welches gefunden. Sonde gestartet. Ganz schön hartnäckig, aber wirklich. Sonde unterwegs. Na bitte, es geht doch. Warum nicht gleich so? Korank, ich tippe mal drauf, dass wir hier den Kodex zwar schon gelesen haben, aber wir schauen noch mal rein. Erste Untersuchungen von Korank merkten bereits seine hohe Dichte und die aktive Plattentektonik an, was auf eine hohe innere Hitze schließen lässt, die durch eine überdurchschnittliche Konzentration schwerer und radioaktiver Elemente entsteht. Testbohrungen ergaben einen enormen Mineralreichtum, aber die Entfernung zum Massenportal im Centauri-System ließ die Erschließung bis Ende 2183 als unprofitabel erscheinen. Die Atmosphäre besteht aus Methan, Ammoniak und Wasserdampf, eine sogenannte Ursuppe, ganz ähnlich wie anfangs auf der Erde. Allerdings gibt es auf Korank keine Hinweise auf Leben jenseits von simplen Aminosäuren.
Die minimale Energieversorgung durch den roten Zwerg Ver hat auf der Oberfläche zu einem erheblichen Energiedefizit geführt, obwohl die vulkanischen Aktivitäten vielleicht noch Möglichkeiten für Entwicklungen unter der Oberfläche bieten. Entfernung zur Sonne 0,7 AE, Umlaufzeit 0,9 Erdjahre, Radius 4.911 Kilometer, Tagesdauer 53,2 Erdstunden, atmosphärischer Druck 0,73 Erdatmosphären, Oberflächentemperatur 58 Grad Celsius, Oberflächengravitation 0,86 Gramm. 0,86 G steht da. Gramm wird doch klein geschrieben. Hatten wir doch vor geraumer Zeit uns schon mal dazu entschieden. Sonde unterwegs. Da haben wir eine Sonde hier drauf geschmissen. Naja, dann haben wir wahrscheinlich die Feuer... Das war vielleicht die Feuergängermission. Sonde gestartet. Da wollten wir nur schnell gucken hier wahrscheinlich. Oder wir hatten keine Sonden mehr bei und irgendwas kam dazwischen. Dann haben wir es vergessen. Aber ich meine auch, wir sind vor kurzem erst da gewesen, dem Kodex nachzuurteilen, der mir dann doch sehr bekannt vorkam. Sonde unterwegs. Ja, hier sind aber Krater drauf zu finden. Der ist ja übersät von Kratern, der Planet hier. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Starte Sonde. Kann das nicht immer so schön sein, dass man so schöne Ausschläge bekommt? Starte Sonde. Ja, da ist immer noch was zu holen. Sonde gestartet. Richtig, richtig schön. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Ach, da ist er wieder. Der Polpunkt. Sonde unterwegs. An dem es Iridium und Palladium gibt. Sonde gestartet. Starte Sonde. Ach, abgebaut haben wir schon. Ja, ich denke mal, dann sind wir hier fertig in diesem Ver-System. Na, fliegen wir ein weiteres noch an oder besorgen wir uns erstmal ein paar Sonden mehr? Och, wir fliegen gleich das nächste an. Schwarzschild. Das ist ja mal weit weg. Und drei Planeten haben wir hier nur. Vier. Hier haben wir Rihali. Rihali ist ein typischer Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant. Bemerkenswert ist, dass keiner seiner Monde mehr als 12 Kilometer Durchmesser hat, was unter den erforschten Gasgiganten der Galaxie Seltenheitswert hat. Entfernung zur Sonne 6,34 AE, Umlaufzeit 17,9 Erdjahre, Radius 70.778 Kilometer,
Tagesdauer 15,4 Erdstunden. Mittlere Scan-Ergebnisse nur. Und das. Und das bei einem solchen Giganten. Oh, ich dachte gerade, die Kugel wäre schief. Ich habe nur schief geguckt. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Ach Gottchen. Ja, doch, ich muss zugeben, das ist ein bisschen mühselig, gerade bei diesen niedrigen Vorkommen, was zu finden. Sonde gestartet. Hohl machen Spaß, das könnte man so den ganzen Tag machen, aber da diese niedrigen Vorkommen hier unten haben wir wieder unseren Polpunkt. Starte Sonde. Das bauen wir sowieso auch immer ab. Aha. So, war's das vielleicht dann? Sonde gestartet. Ja. Ja, interessante Farbe hier. Linossa. Linossa ist ein Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant, umgeben von mehreren dünnen Ringen aus Trümmern. Aufgrund ihres extremen Alters und ihrer Zerbrechlichkeit hat sich eine Analyse der Trümmer als schwierig erwiesen. Dennoch wurden mehrere Materialien identifiziert, die anscheinend mit Nanotechnik hergestellt wurden. Einer allgemein anerkannten Theorie zufolge haben die Bewohner von Etamis aus der Atmosphäre Helium-3 gewonnen. Ja, verblüffende Farbe. Entfernung zur Sonne 3,34 AE, Umlaufzeit 6,8 Erdjahre, Radius 55.806 Kilometer, Tagesdauer 17,8 Erdstunden. Scanner starten! Mittel. Sonde unterwegs. Na, dann gehen wir mal großzügig mit den Sonden um hier. Naja, was ich mich erschrecken würde, wenn der Planet so eine Sonde auf einmal zurückschleudert. Und wir ausweichen müssen. Na, das machen die nicht. Die sind ganz friedlich. Die haben das schon. Die mögen das. Die haben das ganz gerne. Sonde unterwegs. Tja, wenn wir sie nicht scannen, wer soll das dann sonst machen? Sonde gestartet. Sonde gestartet. Oh. Na, was ist denn hier? Hat sich alles versammelt an der Stelle? Sonde unterwegs. Sonde gestartet.
Ich glaube, manchmal oben am Pol, da gibt es ähnliche Punkte wie unten am Pol. Also Sonde diese unterwegs. Polpunkte, die wir schon öfter gefunden haben. 18 Sonden haben wir noch. Damit lohnt es sich auf jeden Fall, den nächsten Planeten noch anzufliegen. Der da ist... Etamis. Und Etamis. Etamis war früher erdähnlich und ist etwa ein Drittel größer als die Erde. Nach Angriffen aus dem All ist der Planet jetzt im Postkartenstatus. Heute wasserlos weisen die Küsten der ehemals vorhandenen Ozeane Kraterformationen auf, die so regelmäßig sind, dass sie von Bombardierungen durch kinetische Waffen der Schlachtschiffklasse herrühren müssen. Ein Großteil der Atmosphäre ging ebenfalls verloren, wobei die Gründe dafür unklar sind. Archäologen haben kaum etwas Nennenswertes gefunden. Alle besiedelten Gebiete scheinen dem globalen Angriff zum Opfer gefallen zu sein. Die wenigen Relikte deuten auf eine fortgeschrittene Raumfahrtkultur hin, die vor 20 bis Millionen Jahren dort gelebt hat. Aufgrund des schlechten Zustands der Funde lässt sich weder sagen, wie groß die damalige Population war, noch ob es sich um die Heimatwelt der Spezies oder nur um eine Kolonie handelt. Entfernung zur Sonne 1,35 AE, Umlaufzeit 1,6 Erdjahre, Radius 9577 Kilometer, Tagesdauer 51,6 Erdstunden, atmosphärischer Druck 0,2 Erdatmosphären, Oberflächentemperatur minus 49 Grad Celsius. Nein, minus 49,6 Grad Celsius, das ist wichtig. Oberflächengravitation 3,4 G. Und wir haben abgebaut. Nein, haben wir noch nicht. Sonde Erstaunlich. Unterwegs. Warum? Oh, Element Zero. Ja, stand das nicht dran schon? Element Zero gibt's hier? Sonde gestartet. Warum scannen wir eigentlich immer in diese Richtung hier? Warum nicht mal andersrum? Weil andersrum ist mir zu gruselig. Da weiß man nie, was auf einem zukommt. Hier sieht man ja schon so ein bisschen. Hier sieht man genauso wenig wie auf der anderen Seite. Aber naja, ist ja gut. Alles ist gut. Hier unten ist er wieder. Sonde gestartet. Da hat uns der Shadow Broker doch hier extra die Daten gegeben, dass es hier Sonde sehr unterwegs. Viel Iridium oder was gibt. Und da war sogar Element Zero. Ich glaube, vor allem Element Zero. Starte Sonde. Stand das nicht dran? Müssen wir gleich mal gucken. Wenn das noch dran steht, natürlich. Sonde unterwegs. Ja, das scheint immer höher zu sein, aber das sind Sonde die Ausschläge, gestartet. Die da nach hinten gehen. Dann scheint es nur so. Muss gar nicht so sein. Sonde gestartet. Starte Sonde. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Ja, da werden wir doch nochmal richtig reich an Element Zero. Sonde unterwegs. Das ist ja nichts.
Na, wo habt ihr noch Element Zero für uns versteckt hier? Sollen wir hier eine Sonne hinschmeißen? Aha. Ja, Palladium. Sonde gestartet. Ganz nett. Sonde unterwegs. Und wir sind wieder rum und haben wieder irgendetwas übersehen. Manchmal glaube ich, das wächst erst. Also, wenn wir da schon gewesen sind, dann... Oder irgendwer schmeißt das schnell dahin. So, ah, hier ist noch was. Schnell. Schnell dahin mit deinem Scanner. Das hast du übersehen. Ach, das ist ja fies. Jetzt. Na also. Der letzte Rest, was? Sonde unterwegs. Jawohl, zwei Sonden bleiben übrig. Zwei Sonden für Reich an Element Zero. Zwei Sonden also für Etaheel. Das werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Diese Folge ist vorbei. Wir haben sehr viel gescannt. Und wir gucken uns auch den Codex in der nächsten Folge an. Ich darf mich dann bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.